Hallo, heute geht es um das Bild, aber auch um Werbung. Ich kann nämlich heute Werbung machen für eine App, die ich sowieso auf meinem Handy habe und nutze. Das ist die App Readly. Die inspiriert mich jedes Mal wieder aufs Neue, denn in dieser App sind über 5000 Zeitschriften und Magazine. Und im Moment ziehe ich mich immer ganz gerne in die bunte Vielfalt des Gartens zurück. Und von dort aus schaue ich gerne über die Zäune in andere Gärten. Aber das kann ich ganz komfortabel machen. Ich brauche gar nicht aufzustehen. Ich gucke nämlich einfach auf meine App, gebe dort in die Suche Garten ein und dann tauchen schon die Zeitschriften auf, die ich gerne lese. Und dann gehe ich darauf auf das Magazin, wähle mir einfach eins von den vielen aus, gehe darauf und fange an zu blättern. Ich bin nämlich immer erst dort neugierig, muss immer erstmal schnell durchblättern. Und dann tauchen schon so die Farben auf, die mich inspirieren. Und dann gebe ich jetzt immer schnell ein Lesezeichen ein, also einfach wie so ein Marker, einfach ein Lesezeichen reinsetzen, dann findest du nämlich ganz schnell den Artikel wieder und kannst ihn später lesen. Und dann blätter ich weiter, gehe auf irgendeinen Artikel, der mich inspiriert und ziehe den auf, kann auch anfangen zu lesen und muss das gar nicht später machen, kann das auch sofort machen, auch offline übrigens, weil die App funktioniert nämlich auch offline. Also lese einfach, wann und wo ich will, ja, und lass mich inspirieren. Und das kannst du auch. Du kannst einfach auf readly.com gehen, richtest dir dort ein Konto ein, lädst dir die App herunter und kannst sofort anfangen zu lesen. Und zwar nicht nur du, sondern alle, die dann in deinem Haushalt leben, können diese App mitnutzen. Die müssen sich nur auch ein Konto einrichten und können sofort anfangen, auf ihrem eigenen Handy oder Tablet auch einfach dort sich die App installieren und auch sofort lesen, was das Zeug hält, ihre Zeitschriften, ob das Hunde, Katzen sind, Boote oder Reisemobile, ganz egal wo und wann und wie, einfach alles ist nutzbar. Ich zahle 9,99 € im Monat und für dich ist es jetzt nur 1,99 €, denn du hast die Möglichkeit, über den Link, den ich da selber unter das Video hingesetzt habe, raufzugehen, dir die App zu installieren und dann zahlst du nur 1,99 € für 2 Monate und kannst es einfach lesen und danach kostet es 9,99 €. Du kannst es aber auch jederzeit kündigen. Also deine Garten und Haus heute, das ist die Zeitschrift, die mich zu dem Bild inspiriert hat, ganz bequem auf dein Handy, auf deine App. Oder ein Tipp von mir, wenn du die App ausprobierst und testest, geh mal auf die Deko Home. Das ist eine tolle Zeitschrift, denn da sind Räume drin, die inspirieren mich sofort. Und an den Wänden dieser tollen, schönen Räume hängen Kunstwerke. Und da blätter einfach mal durch, da findest du bestimmt dein nächstes Motiv für deine Kunst. Also lass dich inspirieren, nutze deine Zeit kreativ und viel Spaß jetzt mit dem Video. So, ich habe jetzt hier meine Zeitschrift. Hier, ich habe mich heute inspirieren lassen von einem Zaun. Das Blau gefällt mir total gut. Und ich weiß, die Leute, die hier diese Zeitschriften gestalten, die haben einfach, das sind einfach Profis. Und wenn die so eine Seite zusammenstellen, dann passen die Farben einfach immer auch alle gut zueinander. Und das ist, glaube ich, ein guter Tipp von mir. Du kannst dir jede Zeitschrift auf dieser App angucken. Und die Farben passen einfach immer gut zusammen von der Seite. Und das gibt dir so ein Stück Sicherheit. Also daran kannst du dich gut orientieren. Ich habe hier tolle Grüntöne, ein schönes Blau. Und ich ziehe das jetzt einfach mal so auf. Ich kann jetzt den ganzen Zaun, also ich habe jetzt komplettes Blau. Und suche mir jetzt die Farbe dazu. Und kann das vergleichen. Und ich suche mir jetzt hier die Farben zusammen. Das passt nicht. Das ist zu rot. Das passt. Das ist gut. Und genau, ich suche mir jetzt die Farben zusammen und dann sehen wir uns gleich an dem anderen Platz wieder. Ist auch so ein Pink, aber nein. Jetzt habe ich hier meine Leinwand. Das ist meine Kohle hier. Schau mal, das ist einfach ein Stück Kohle. Und dann fange ich erstmal an zu krickeln. Ich habe mich total inspirieren lassen. Und diese ganzen Blumen in den Zeitschriften sind natürlich toll. Und ich skizziere hier einfach mal so einen Stempel hin, ein Blatt
von einer Blüte und noch ein Blatt. Und jetzt krickele ich hier mal so eine Blüte hin, einfach nur eine einzelne Blüte. So, die Handwaschbürste, die kennst du. Ich starte jetzt mit einem Schwarz und ja, diesen Schwarzton will ich einfach haben, so als Grundfarbton und dann mal gucken. Ich habe mir noch so ein paar Zeitschriften angeguckt, so ein paar Sachen habe ich mich inspirieren lassen und da bin ich schon gespannt, wie ich das jetzt gleich umsetze. Ich habe nämlich das Blau von dem Zaun noch heller gemacht zu einem Türkis, aber das ist im Prinzip damit drin und ja, dadurch wird es nämlich so ein rauchiges Blau. Das ist so eine Mischung aus dem Zaun und dem anderen, was ich mir da angeguckt habe. Ich blende dir das mal ein. So, jetzt suche ich hier das Grün von der Hecke hinter dem Zaun. Das gebe ich hier drauf. Jetzt habe ich gerade zu viel auf dem Pinsel, das ist mir viel zu dunkel. Eigentlich wollte ich es ein bisschen heller haben, aber es ist jetzt nicht schlimm, das macht nichts. Schau mal, wie schön die Farben sich vermischen. Oh, herrlich. Ich liebe diese rauchigen Farben. Oh, die sind echt schön. Gefallen mir gut. Und guck mal, so sauber brauchst du gar nicht zu arbeiten. Es macht total viel Spaß, gerade die Farben ineinander zu wischen. Es funktioniert so gut und dann macht es natürlich nochmal mehr, viel, viel mehr Spaß. Also ich könnte jetzt gerade eine riesige Leinwand bemalen. Schade, dass sie nicht größer ist. Trocknet jetzt, hat so viel Spaß gemacht. Sieht schon richtig cool aus. Also ein paar Striche eigentlich nur noch und dann wäre es auch schon wieder fertig. Aber ich will noch was anderes ausprobieren, deshalb lese ich mir den Artikel jetzt nochmal durch. Da habe ich nämlich was gepinnt auf meiner App und dann gucke ich mir das nochmal an, gucke mir auch die Blüten nochmal an und lese, weil das muss sowieso trocknen und dann komme ich auch wieder ein bisschen runter. Es war doch sehr impulsiv, sehr schön. Ja, ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der Seite mit dem Zaun war so ein Pink. Und dann war ich doch wieder am Überlegen, ob ich nicht doch ein Pink nehme. Aber ich bin jetzt hier mutig. Ich setze jetzt hier knallig das Orange drauf, weil das habe ich noch in einer anderen Zeitschrift gesehen. Und da habe ich nochmal den Farbton einfach auf das Bild gelegt über die App und ja, habe mir das nochmal angeguckt und habe mich dann doch dazu entschieden, das Orange zu nehmen. Also ich male jetzt hier einfach mal die Blätter in dem Orange nach. Thank you.
Und jetzt noch einmal mutig sein. Aber warum auch nicht? Das Rot passt natürlich einfach dazu, weil es so sieht so aus wie so eine Mohnblüte. Also ich gebe jetzt hier einfach das Rot drauf. Und ja, oh, es macht Spaß. Ich hoffe, die Farbe trocknet auch so ab. Weil hier auf dem Dunklen könntest du natürlich auch ein bisschen dunkler abtrocknen. Und auf dem Orange hier, da bleibt das bestimmt so knallig. Das ist schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Hier nochmal mein Werkzeug. Da ist jetzt das Bild, was aus diesen ganzen Inspirationen entstanden ist. Und ja, nimm dir einfach die Zeit für dich und nutze sie positiv und kreativ vor allen Dingen und schaffe dir einfach die schönen Dinge in dein Leben. Also ganz viel Spaß beim Malen und bei deiner neuen App wünsche ich dir auch ganz viel Spaß. Probier das einfach aus. Also ich nutze die, wie du gesehen hast, total gerne. Auch einfach so, egal wo ich gerade bin, ob auf dem Balkon oder auch unterwegs. Gerade jetzt, wo man wieder reisen kann. Also viel Spaß noch und einen ganz schönen Sonntag für dich.